Hi, hallo und herzlich willkommen zurück in der Lobby des University Future Festivals. Jetzt mit der wichtigsten, fast wichtigsten Person des Tages, nämlich mit Frau Cornelia Raue. Sie ist der geschäftsführende Vorstand. Ich habe überlegt, das müssen wir nicht gendern, ne? Die geschäftsführende Vorstände. Können meine Ansprechpartner so lösen, wie Sie das möchten. Sie ist die geschäftsführende Vorständin der Stiftung für Innovation in der Hochschullehre. Das ist die Stiftung mit dem meiner Meinung nach besten Akronym, nämlich STIL. Diese Stiftung hat STIL, wobei ich erfahren habe, das ist nicht das offizielle Akronym. Nein. Das gibt es nämlich noch nicht. Heißt, liebe Community, wenn ganz oft STIL getwittert wird, dann können wir gestalten, dann können wir Meinung bilden. Frau ist gelernte Buchhändlerin, hat dann einen Master of Science in Sociology in London gemacht und seit 2020 geschäftsführende Vorständin der Stiftung. Der Start der Stiftung fiel jetzt in praktisch wahrscheinlich die schlechteste aller möglichen Zeiten, die man sich vorstellen kann. Anstrengend, digital, komisch. Wie haben Sie es erlebt? Ja, das war natürlich eine ganz verrückte Zeit. Wir sind ganz klein gestartet mit 4, 5 Leuten im letzten November noch, haben die allererste vorgezogene Ausschreibung schon in einem ganz kleinen Kreis vorformuliert und vor Gründung noch der Stiftung im November beschlossen mit unserem Aufsichtsgremium und vorgezogen rausgebracht und sind jetzt angewachsen seit 1. November auf circa irgendwie knapp 30 Mitarbeiterinnen. Wir haben sozusagen in dem Jahr, in dem wir auch gleichzeitig operativ und auf die Straße gegangen sind mit unserer Ausschreibung, den ganzen Laden aufgebaut. Also das heißt, also so alles. Also vom Kugelschreiber bis IT-System, bis auch neue Räume, Wandfarbe, Fördermittelmanagement und alles. Das ist, ich glaube, also wenn ich so von draußen auf die Stiftung schaue, als Lehrender und auch als jemand, der an der Hochschule arbeitet, dann hat das Ganze eigentlich in 2020 begonnen. Aber der Startschuss fiel ja eigentlich früher schon, dass die Stiftung dann tatsächlich ihre Rolle bekommt, die sie bekommt. Was ist denn vor Ende 2020 alles passiert? Also ich glaube, die Republik ist ganz lange schwanger gegangen mit der Idee, eine Institution für die Lehre zu etablieren. Da gab es, das ist fast eine Grassroot-Bewegung, der Stifterverband war involviert mit seinem Fellowship-Programm und Stifter, also sozusagen für die Lehre, Lehrpreis-Auszeichnung. Die Töpferstiftung hat vor 10 Jahren das Lehre-Hoch-N-Netzwerk mit vielen Kooperationspartnern, Nordmetall, Stifterverband, auf die Beine gebracht, Volkswagen-Stiftung auch dabei und hat ganz langsam ein ganz großes, doch immer stärker werdendes Netzwerk für die Sache der Lehre auf den Weg gebracht. Und der Wille, etwas für die Lehre zu tun, der ist, glaube ich, schon lange da. Und es war dann eher die Frage des Wie. Wie groß soll es werden? Wie selbstständig soll es werden? Und welche Aufgaben und so weiter. Und ich empfinde das immer noch als einen echten Durchbruch und ein tolles Ergebnis, dass sich Bund und Länder zu dieser Einrichtung entschlossen haben mit einer dauerhaften Förderung in einer beachtlichen Höhe, 150 Millionen im Jahr, für Projekte in der Lehre ausgeben zu wollen. Und ja, also das ist so ein bisschen Genese, ganz langsam mit immer auch mit Rückschlägen. Also ich glaube, es gab zwischendurch so Ideen einer Akademie der Lehre und so weiter. Aber das hat mich tatsächlich sehr positiv gestimmt, dass wenn man ein bisschen Durchhaltevermögen hat, doch auch was erreichen kann. Also ich kann mich erinnern, in 2012 oder 2013 an einer Veranstaltung in Aachen, da fiel mal dieser Begriff DFG für Lehre. Mhm. Dann haben Sie jetzt gerade gesagt, Akademie für Lehre. Also es gab tatsächlich ganz viele Überlegungen, wie denn so ein Konstrukt aussehen könnte. Aber ich habe das Gefühl, die Stiftung unterscheidet sich durchaus doch deutlich von so einer DFG für Lehre. Und das sieht man an diesen drei Säulen, die sie umfassen. Also was ist das genau? Wir unterscheiden uns auch in der Größe und in der Finanzierung. wir sind natürlich viel, viel kleiner und dadurch ist unsere Förderung natürlich auch darauf ausgerichtet, Impulse zu setzen, die strukturelle Wirkung zeitigen. So. Was uns weiterhin unterscheidet von allen anderen Wissenschaftsfördereinrichtungen, ist der explizite Auftrag, positive Projektergebnisse in die Breite zu tragen. Und deshalb haben wir eben den Auftrag, auch zu vernetzen und in den Transfer zu gehen. Das ist natürlich jetzt ganz am Anfang nicht so einfach, weil wir ja gerade erst in die Förderung gehen. Ja. Das ist immer ein bisschen nachlaufend, aber wir verstehen das natürlich auch als in der Stiftung als so als ein Zirkel, dass wir auch Anregungen aus der Community wieder in die Projektförderformulierung einspeisen lassen
Und ja, also dieser Vernetzungsaspekt, der nicht zuletzt auch aus diesen Ideen Lehre hoch N sich hierin fortgeschrieben hat, das ist ein ganz starker und aus meiner Sicht auch ein sehr wirkungsvoller. Also ich glaube, das hat viele überrascht. Also tatsächlich, dass es nicht einfach ein Fördergeber ist, der Geld in die Republik schüttet sozusagen, sondern dass der Auftrag eigentlich doch an der Stelle ein anderer ist. Und das sieht man ja auch in diesen drei Säulen der Stiftung. Natürlich ist die Projektförderung dabei, aber wir haben es ja vorhin gehört, wir haben auch den Transfer, die Vernetzung, den Austausch und ihre Mitarbeitenden arbeiten ja auch in diesen drei Bereichen. Und man kann jetzt ja nicht sagen, dass die Projektförderung alle anderen Bereiche platt macht. Ganz im Gegenteil. Es ist mehr Finanzvolumen drin, das ist schon so. Aber wie gesagt, also ich glaube, dass man durch Räume eröffnen, was eben so Austauschplattformen und Vernetzungsaktivitäten ermöglichen, dass man dort eine ganz andere Breitenwirkung erreichen kann mit weniger Geld als mit der Projektförderung an sich. Also wir haben ja jetzt auch den Zukunftsvertrag Studium und Lehre, den ZSL. Und das ist ja ein finanziell recht gut unterlegter Nachfolger vom Hochschulpakt. Also ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, mehr Förderlinien für die Lehre sind bessere Förderlinien für die Lehre. Da sind wir, glaube ich, einig. Aber trotzdem pointiert gefragt, also die Stiftung hat ja einen ganz anderen Auftrag. Wie grenzen Sie sich denn vom ZSL ab? Ja, unser Auftrag liegt ja sozusagen bei der Förderung der Erneuerung der Hochschulen, Innovation. Und der Zukunftsvertrag für Lehre, der fokussiert ja auch vor allen Dingen die Qualitätssicherung und eine Bundesförderung, um die grundständige Lehre sozusagen besser abzusichern, als es bisher ist. Das tun wir nicht. Also wir werden sozusagen keine Grundaufgaben der Lehre finanzieren. Ja. Auch sind mit dem Zukunftsvertrag auch längerfristige Perspektiven für Hochschulangestellte verbunden. Auch das ist bei uns nicht möglich, weil wir natürlich eine Projektförderung mit einem begrenzten Zeitraum nur zur Verfügung stellen können. Denn also wir sind Anschubfinanzierer, während Zukunftsvertrag wirklich sehr langfristig gedacht ist und auch strukturelle Unterstützung für die Hochschulen leisten kann. Das ist aber ja eigentlich ein ganz komplementäres System dann an der Stelle. Finde ich also auch. Man kann über die Stiftung Dinge ausprobieren, auch einfach mal wirklich auch scheitern. Das gehört ja immer auch dazu. Und wenn es dann funktioniert, dann kann man sich möglicherweise Gelder nochmal suchen an anderer Stelle, um die Dinge zu verstetigen. Genau, so sehe ich das auch. Zum Teil können wir das auch innerhalb der Stiftung noch einlösen, dass wir haben ja auch sozusagen drei Förderlinien, die Verwaltungsvereinbarung schon uns mitgegeben hat, wo sozusagen ein kleinerer Anteil in experimentelle Projekte gehen kann, ein weiterer Anteil in themenbezogene Themen, die, was weiß ich, eben die gesamte Gesellschaft oder die gesamte Hochschulen beantworten müssen und dann in Strukturaufgaben. Und da kann man sich auch vorstellen, dass wenn man auf der experimentellen Ebene erfolgreich war, man darf auch scheitern, dass man das in diese Strukturförderung überführen könnte. Mhm. Das ist aber jetzt weit gedacht, so weit sind wir ja alle noch gar nicht. Wir haben ja erstmal eine erste Förderlinie auf den Weg gebracht. Die erste Förderlinie, wir haben schon vorhin so ein bisschen den Mund wässrig bekommen. Der Janosch hat uns ein bisschen erzählt, einer ihrer Mitarbeiter, über die vergangene Förderlinie, die super erfolgreich war. Ich glaube, alle Hochschulen haben sich sehr gefreut, da teilnehmen zu können, weil es so viele, so gute Konzepte gab. Und wenn man sich auf der Website anschaut, wie vielfältig das Ganze gewesen ist, war ich sehr, sehr beeindruckt, was die Hochschulen da so alles auf die Beine gestellt haben. Also Chapeau, Hut. Danke. Hut ab. Wir freuen uns natürlich alle auf die nächste Förderlinie. Da ist die Stiftung aber, glaube ich, noch im Prozess der Findung, der Definition. Aber der Janosch, der hat uns vorhin schon so ein bisschen mit auf den Weg gegeben, dieser Fokus auf das Digitale, das muss kein Thema bleiben. Also das ist jetzt kein Leitfaden, dass die Stiftung sagt, Innovation bedeutet Digitalität. Not at all. Also überhaupt nicht. Ich finde ja, also Innovationen können auch jenseits des Laptops und iPads passieren. Gerade eben in der Hochschuldidaktik und soziale Innovationen müssen nicht unbedingt. Ich denke, klar, Hochschullehre wird zukünftig immer digital unterstützt sein, aber das muss nicht der Fokus sein. Und Innovation um in der Innovation willen ist sowieso nicht unser Thema. Also uns liegt ganz viel daran, dass wir darin unterstützen, dass die Studierenden also beim Lernen unterstützt werden und als Absolventen, Absolventinnen die Hochschulen verlassen, um die tatsächlich ja doch ganz schön großen Herausforderungen zu bewältigen. Ja. Also wir haben gerade gehört von Marina Weißband, Selbstwirksamkeit, Selbstermächtigung, das sind schon auch Themen, also die auch über die Hochschule mit befördert werden können. Ja, gerade angesichts der Tatsache, dass unsere Studierenden ja immer diverser werden, wir haben vorhin über Chancengleichheit, Diversitätsgerechtigkeit gesprochen, da ist, glaube ich, noch
viel Entwicklungspotenzial an den Hochschulen. Und wenn es Förderlinien gibt, die in die Richtung gehen, dann kann da, glaube ich, auch an der Stelle eine Menge passieren. Das sind auch Themen, die uns interessieren, definitiv. Und Sie wissen ja, weil Sie ja ein bisschen fragen, wie es weitergeht. Es sind ja nicht alle Mittel für die nächsten Jahre gebunden. Ja. Und wir werden eben in den nächsten Jahren auch Mittel ausschütten müssen oder auf die Straße bringen müssen, wettbewerblich ausgesucht. Und klar, da sind wir eigentlich in den Startlöchern, müssen das mit unseren Gremien verhandeln und wollen eigentlich relativ früh damit auch rauskommen. Die Gremien sind ja die eine Seite und auf der anderen Seite steht zumindest, habe ich so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dieser Gedanke aus der Community für die Community. Also Sie haben ganz früh Lehrende beteiligt, Hochschulleitungen beteiligt. Es gab die Thinktanks am Anfang, um auch einen Auftrag zu finden, um die Zukunft irgendwie ein bisschen zu definieren. Es gibt jetzt gerade wieder Thinktanks. Ist der Gedanke in den Genen der Stiftung angelegt oder ist das ein Entwicklungsprozess hin zu dieser Idee, die Community arbeitet für uns, wir arbeiten mit der Community und wir arbeiten auch für die Community? Also findet sich das gerade erst oder steckt das in den Genen der Stiftung? Das steckt in der Genese drin, da wir eben, also ich meine, es ist ja auch nicht zufällig, dass die Töpferstiftung GmbH unsere Trägerin ist, die ja das Netzwerk Lehre hoch N 10 Jahre auf den Weg gebracht hat oder dann später sozusagen in der Form weitergeführt hat. Und das ist halt eine Netzwerkidee. Ja. Und die, das leben wir weiter und wir profitieren unheimlich von den Anregungen, den Gesprächen und der Interaktion mit Hochschulen und Mitgliedern der Hochschulen. Insbesondere auch ganz wichtig für uns, der Dialog mit den Studierenden. Also ja. Die interessieren uns. Wir wollen eigentlich wissen, wie geht's denen, was brauchen die. Und das ist vielleicht auch noch ein kleiner Akzent, also den wir immer mitführen. Es geht nicht nur um die Hochschullehre, es geht wirklich darum, was kommt bei denen an und was brauchen die. Also das ist uns wichtig und auch Studierende sind auch in die Begutachtungsprozesse bei uns eingebunden und das wollen wir auch beibehalten. Ist auch ein Novum, was uns von anderen Wissenschaftsorganisationen unterscheidet, aber wo ich denke, also diejenigen, die dann das zum Schluss abnehmen sollen, unsere Userinnen, die müssen wir einbinden in alle Prozesse. Das ist ja so ein bisschen auch die Idee der Digital Changemaker, die das HFD ins Leben gerufen hat, eben tatsächlich die Studierenden raus aus ihrer Rolle als Konsumenten zu holen und zu Gestaltern zu machen. Das heißt, das versucht die Stiftung eigentlich in ihren Linien genau in derselben Weise. In derselben Weise und wir selbst arbeiten auch so in der Stiftung. Also auch wir schon, Sie hatten es ja im Vorgespräch schon bemerkt, dass wir doch eine sehr kleine Organisation sind für das, was wir sozusagen auf die Straße bringen. Und da ist natürlich eine enorme Verantwortung bei allen Mitgliedern in der Stiftung und bei allen Teammitgliedern verankert. Ja. Und da wir selber so arbeiten und agieren, denke ich, bringen wir das auch sozusagen in die Hochschulen so mit ein, in den Dialog. Also das ist glaube ich, nochmal ein sehr, sehr guter Punkt. Die Größe der Stiftung, knapp oder so ungefähr 30 Personen. Ja, seit gestern, wir haben gerade 4 neue Leute geonboardet und diesmal auch analog und nicht digital. Das erste Mal, das erste Jahr haben wir ja sozusagen alle digital rekrutiert und geonboardet. Ja. Und jetzt langsam dürfen wir uns wieder sehen und das macht auch total viel Spaß. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wir haben die Studierenden gehabt, wir haben die Lehrenden gehabt, wir haben die Hochschulen gehabt. Wenn man über Vernetzung redet, dann denkt man ja aber immer auch an die Länderinitiativen, an die bestehenden Netzwerke. Da haben Sie ja schon eine große Liste. Was tun Sie, damit die Stiftung nicht als Konkurrenz oder als einfach noch ein Player wahrgenommen wird, sondern als integriertes Konstrukt? Ich glaube, das University Future Festival ist ein super Beispiel, wie das gelingen kann. Wie wollen Sie mit den anderen Netzwerken zusammenarbeiten, die so existieren? Genauso. Also wir sehen uns da tatsächlich als Partner und ich finde, das HFD ist eine total tolle Bereicherung und wir haben ja so viel Vorarbeit geleistet für das, was da jetzt gerade an den Hochschulen passieren muss. Und so stelle ich mir meine Zusammenarbeit mit den anderen Einrichtungen, Teaching Org und den ganzen Hochschuleinrichtungen auch für die Zukunft vor. Und wir sind halt ein neuer Player. Bringen ein bisschen eine andere Haltung vielleicht an manchen Stellen mit und ein bisschen Energie wieder ins System und
Ich finde, neue Haltung ist auf jeden Fall eine gute Haltung. Ich bin sehr froh, dass es die Stiftung gibt, mit denen also nochmal Chapeau von mir und ich glaube von allen da draußen, mit diesem Mitarbeiterstamm das auf die Beine zu stellen, was in den letzten sechs bis acht Monaten passiert ist, ist eine äußerst würdigenswerte Leistung. Danke, Frau, dass Sie heute da waren. Danke an Sie alle fürs Zuhören und viel Spaß beim nächsten Programmpunkt. Wir haben noch eine Lobby, da sehen wir uns wieder. Ciao und tschüss. Danke für die Würdigung. Gerne. Dankeschön.